Lamis PC ist noch an? Dann wollen wir mal sehen, was er so macht. Hä? Was ist das denn für ein Video? Und go! Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahun. Oh mein Gott, ist Lami etwa ein Talahun? Aber was ist überhaupt ein Talahun? Willkommen zum Unterricht und das heutige Thema ist, was ist ein Talahun? Ein echter Talahun trägt immer Designersachen aus der Türkei. Außerdem hat ein Talahun immer seine Tasche dabei, wo einfach ein ganzer Laptop reinpasst. Und jetzt, Banani, das Wichtigste zum Schluss. Ein Talahun liebt es, Schatten zu boxen. Es ist, nimm das und das. Aber warte mal, Banani. Ich bin ja gar nicht mehr Emily. Oh mein Gott, ich bin selber ein Talahun. Emily, mach daraus ein Video. Warte mal, Banani hat recht. Und deswegen, Freunde, trauen wir heute alle Online-Dater als Talahun. Und natürlich habe ich schon einen freshen Namen, denn ich bin Selina Talahina. Und mit meinen Adleraugen habe ich schon einen Online-Dater gesehen. Aber keinen normalen Online-Dater. Hier seht ihr einen richtigen Talahun. Also schreibe ich, wow, du bist so scharf wie ein Messer. Freunde, aber wo ist er bloß hin? Oh mein Gott, ich mache ihm so ein Kompliment und er läuft einfach weg? Ziemlich unhöflich. Aber was erwarte ich von einem Talahun? Naja, wollen wir mal schauen, was hier noch so abgeht? Irgendwie geht hier gar nichts ab. Hallo, wo seid ihr alle? Aha, wir haben jetzt hier ein kleines Mädchen, das versucht, den Haarsalon zu retten. Dieses Mädchen ist auf keinen Fall ein Talahun. Aber ich, Freunde, und deswegen klaue ich jetzt ihr Auto. Anscheinend war ich ein bisschen langsam, denn das Auto ist weg und sie auch. Freunde, der Server ist so langweilig. Ich glaube, ich verlasse ihn. Aber vorher muss ich diesen Online-Dater fragen. Wie ist mein Fit von 1 bis 10? Freunde, was geht denn jetzt ab? Ich wollte doch nur wissen, wie mein Outfit ist. Und jetzt werde ich von einem Talahun geonline-datet. Also frage ich ihn, willst du mein Talahun sein? Oh, und er fragt, wie alt? Oh, Freunde. Also schreibe ich einfach mal, für dich alt genug? Ja, okay, Leute, das reicht ihnen anscheinend nicht, Mano. Ich versuch's jetzt einfach mal mit 16, Freunde. Und er schreibt nie mal Igel. Und außerdem schreibt er, ich bin 10. Oh mein Gott, ich glaub das nicht, Leute. Schnell weg hier. Ich wusste gar nicht, dass Talahun schon so jung sind. Nee, Leute, das geht gar nicht. Ich muss dir weg. Ciao, tschüss, weg hier. Ein neuer Server und ich werde direkt angesprochen? Also schreibe ich, oi, was geht? Und sie fragt, bist du die Echte? Oh Mist, Freunde, ich bin ja mit meinem normalen Account, wie blöd. Also schreibe ich, bin ein echter Talahun. Und sie schreibt, bin in deiner Roblox-Gruppe? Oh, die will nur Robux von mir. Nee, dafür bin ich heute nicht da. Ich bin nur hier für diese dicke Online-Data-Party. Hallo, ihr braucht nicht mehr warten. Ich bin endlich hier. Freunde, hier geht ja mal so gar nichts ab. Naja, dann muss wohl ein Talahun machen, was ein Talahun machen muss. Freunde, wie unangenehm. Ich wollte gerade das Haus ausrauben und... Naja, und dann war's weg, du. Tschüss. Und so ein Übel werde ich jetzt doch einfach verfolgt, Leute. So, ihr zwei, ich muss euch enttäuschen. Ich bin nicht Emily. Ich bin Selina Talahina. Und jetzt Tschüssikowski. Wo sind die ganzen Talahuns? Wo versteckt ihr euch? So, als richtige Talahina habe ich mir jetzt einfach mal so ein Auto geklaut. Und jetzt wird hier mal abgecheckt, wo die ganzen Talahuns sind. Das kann ja nicht sein, dass ich die Einzige bin. Freunde, meine Augen sehen da etwas Blaues. Ja gut, hier war mal jemand Blaues und ein Haus und noch jemand. Wo sind die alle hin? Egal, ich schnapp mir dieses Auto. Freunde, okay, ich nehme den hier mit. Und ein Baby. Das wusste ich nicht. Und jetzt haben wir drei eine Mission. Wir müssen so einen kleinen blauen Typ finden mit einem roten Cape. Na gut, kleines Baby, da sind wir wohl nur noch zu zweit. Und da sehe ich die zwei, die mich verfolgt haben. Nein, Leute.
10.000 Jahren suchen, glaube ich, der kleine Lami hat sich vom Acker gemacht. Und Freunde, das mache ich jetzt auch. Und da sind wir auch schon. Und ich sehe direkt WG-Haus 11. Let's go. Und natürlich gehe ich nicht zu Fuß dahin. Dieser nette Bacon meinte mir, das Auto hier zu überlassen. Und auch nicht. Upsi. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das sah irgendwie aus wie die Polizei, Freunde. Wow, hier sind wir schon bei Haus 11. Hallo, ich komme. Wo seid ihr alle? So, mal schauen, was hier oben abgeht. Das ist also das Zimmer von Lena und die hat hier Girls Only. Oh, Leute, hier haben wir sogar die Lena und da vorne sind noch Sophie und Melly. Hä? Ist sie etwa ein Talerhuhn? Und... ja, ich bin ein gebannter Talerhuhn. Ciao. Freunde, ich glaube, denen hat es jetzt nicht so gefallen, dass ich mir eine eigene Roomtour gegeben habe. Aber ich verstehe gar nicht, warum. Naja, egal. Ich versuche mir jetzt nochmal das Auto von diesem Polizisten hier zu klauen. Nein, er schließt es immer ab. Ey, sorry, das war aus Versehen und so. Oh, nicht mal bei Haus 23 und 24 geht was ab. Und außerdem habe ich gesehen, in der WG spielt ihr einfach WOP. Und zwar ohne mich, Leute. Das geht nicht. Hey, Katie, bitte lass mich doch rein. Ich bin doch nur ein Sassy Online-Dater und will WOP spielen. Hä? Freunde, ich schreibe, ich will mitspielen. Und schon bin ich entbannt. Hey, warum bin ich wieder gebannt? Was soll das denn? Mein Herz, Leute. Es wurde gebrochen. Und zwar zweimal von denen. Oh, Freunde, was soll ich jetzt machen? Irgendwie bin ich richtig traurig. Naja, Hauptsache, dieses Mädchen ist glücklich mit ihren super süßen Happy Face. Also frage ich sie, sollen wir zusammen Döner essen gehen? Hä? Auf einmal sind hier zwei Mädchen. Oha! Hallo, ihr zwei. Ich bin Selina Talahina. Und ihr? Hä? Leute, ich glaube, die verstehen nur Englisch. Hey, Mann, ich bin doch ein Noob in Englisch. Und dieser Polizist steht irgendwie auch noch hier rum. Naja, Freunde, ich meine, ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren. Also probier es mal. Also schreibe ich, du bist so scharf wie mein Messer. Hä? Du bist aber nicht der Polizist. Was willst du? Die schreibt einfach Sister. Sorry, no Sister. I am a Talahun. Oh, Freunde, die weint einfach wegen mir. Leute, jetzt fühle ich mich wie eine richtige Talahina. Oha, sie schreibt sogar please. Oh no, I'm not your sister. I'm Selina Talahina. Also ist meine Fäuste. Is. Leute, ich lese hier wieder etwas. Liest ihr das auch? Sie ist ein Lami und Emily-Fan. Hey, Leute, ich habe mich jetzt hier oben versteckt und die reden ganze Zeit über mich. Hey, das ist so süß. Hä? Aber was sehen meine Augen? Leute, das sind Talahuns. Das sind keine Talahuns mehr. Ah! Oh, Freunde, ich glaube, ich habe doch noch einen gefunden. Ein Talahun. Also frage ich mal, bist du vergeben? Freunde, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Dann mach es gut, Online-Dater und... was geht hier ab? Nein! Ein Schild? Lami, Emily sind da? Leute, was geht hier bitte ab? Oh mein Gott. Hä, die haben sogar Schilder. Lami, Emily. Lami, Emily sind die Besten, hä? Selbst ein Talahun, Leute. Was schreibt der jetzt? Junge Emily zeigt nicht sein Gesicht und sie will nur Likes. Hä? Okay, Freunde, es wird an der Zeit. Ich komme jetzt wieder zu meiner wahren Form. Leute, ich habe das mit den Talahuns versucht, aber es funktioniert nicht. Ich bin Emily. Ich kann nichts machen. Und als Emily gehe ich jetzt zu meinen Fans. Hallo, Leute, ich bin's, Emily. So, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video und ich lasse jetzt noch eine dicke, fette Party steigen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, auch wenn ich kein Online-Dater gedatet habe. Lasst jetzt auf süß einen Daumen nach oben da und ja, Freunde, ciao.